Liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Corona-Spezial auf dem roten Stuhl. Ich gebe zu, eine Zeit lang war es jetzt recht ruhig, denn ich habe mir eine Pause gegönnt. Das hatte auch einen Grund, und zwar war ich der Meinung, für den Moment war mal alles gesagt und alles besprochen. In der Zwischenzeit sind 4 Wochen vergangen und ich glaube, es gibt wieder neue Themen, die man besprechen kann, denn es hat sich sehr, sehr viel getan. Mit dem heutigen Gast habe ich im Rahmen der Sonderreihe Corona-Spezial schon ein Gespräch geführt und es ist mit Abstand das meistgeklickteste Video, das in dieser Reihe rausgekommen ist. Wir waren beide der Meinung, dass wir eine Fortsetzung drehen wollen und ich bin gespannt, wie sich bei ihm das Leben in diesen 4 Wochen verändert hat. Wir probieren jetzt wieder die Verbindung herzustellen. Auf geht's! Jawohl, es hat wieder geklappt und zwar zum zweiten Mal schon und ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Herzlich willkommen, Roland Thüringer, grüß dich. Hallo Bernhard, vor allen Dingen, es hat jetzt schon zum zweiten Mal beim ersten Mal geklappt. Stimmt. Ja, also ohne Probe eingeschalten und das Ding funktioniert. Gell? Großartig, gell, die Technik Freien, ja. Lässt uns nicht im Stich, ja, heute im Freien ein wunderschönes Ambiente, gefällt mir gut. Ja, Wald halt, wer es mag, ich mag es, manche fürchten sie ja vom Wald, weil das ist so gefährlich. Roland, ich habe vorher gerade nachgeschaut, es ist lustig, am 20.03. haben wir unser erstes Gespräch aufgezeichnet, jetzt ist der 20.04. Das heißt, exakt 4 Wochen liegen dazwischen. Wie schaut es bei dir aus? Es ist viel passiert. Wie hat sich denn deine Stimmungslage verändert? Hat sie sich verändert? Nicht wirklich. Eigentlich die Stimmungslage nicht. Vielleicht ist es so, dass ich etwas verspüre. Ich glaube, da bin ich nicht ganz allein, weil man mit Freund redet und so, das ist immer dasselbe. Obwohl man jetzt wahnsinnig viel Zeit hat, herrscht irgendwie so eine seltsame Antriebslosigkeit. Ja. Ich weiß nicht, wie geht es dir da damit? Kann ich vollstens bestätigen. Ja. Also für mich fühlt es sich so ein bisschen an, man arbeitet ins Nichts und... Für was eigentlich ist vielleicht so, für was denn? Das ist ja, so ein bisschen. Wobei man jetzt eigentlich wahnsinnig viel Zeit hätte, das zu machen, wo man sagt, wenn ich da die Zeit hätte, das mache ich einmal gerne, das gehört gemacht, das gehört erledigt und so. Und jetzt wäre die Zeit da, aber man tut es nicht. Jetzt habe ich die Ausrede, es gibt schon viele Sachen, die mache ich, die kann ich auch nicht machen, weil meine Schulter immer noch nicht zusammengehört ist. Mhm. Aber trotzdem, ich könnte mich hersetzen und Programm schreiben oder irgendwas anderes tun, aber irgendwie beschäftigen sie sich sehr mit dem Corona-Thema, weil es ja überall allgegenwärtig ist. Man telefoniert viel mit Leuten, mehr als ich früher telefoniert habe, sicher. Und klar, das Erste ist, wie geht's? Und dann, was sagst du zu der ganzen Geschichte? Mhm. Und dann tauscht man es wieder aus. Ja. Ja. Versuchst du das Ganze medial zumindest eher ein bisschen auszublenden oder konsumierst du sehr viel? Leider blende ich es nicht aus, aber aus Interesse als Beobachter. Mhm. Wo es nicht wirklich gut ist, und ich werde es jetzt, glaube ich, auch wieder beenden. Ja. Aber jetzt weniger, um jetzt über den Stand der Erkrankung informiert zu werden, sondern diese zwei unterschiedlichen Perspektiven, die es jetzt auf das Thema gibt, beide mir anzuhören und mir selber ein Bild zu machen, was vielleicht was sein könnte. Nicht? Mhm. Aber im Unterschied zu unserem ersten Gespräch, da war die Sache ja sehr, sehr frisch. Ja. Ja, da war so ein Schockzustand bei manchen Menschen. Bei mir ja nicht, weil für mich hat sich sehr wenig geändert. Mein Tagesablauf für manche schon. Aber in ganz weiten Bereichen der Gesellschaft war so ein Schock, weil etwas passiert ist, mit dem man nicht gerechnet hat, also ein Großteil nicht gerechnet hat. Ja. Und jetzt erinnere ich mich gerade an einen anderen Hofer, der hat doch einmal bei einer Fernsehdiskussion mit dem Van der Bellen, wie es um die Schlacht um den Bundespräsidenten gegangen ist, kannst du dich erinnern? Ja. Da hat er irgendwann den Satz gesagt, sie werden sich wundern, was alles geht. Ja, ja. Und da ist er furchtbar kritisiert worden, und wie man sowas nur sagen kann, was eine Drohung und hin und her. Na, jetzt tut man schon wundern, was eigentlich alles geht. Mhm.
muss man ganz ehrlich sagen, was möglich ist. Ja. Nur sind wir jetzt in einer, jetzt sind 4 Wochen ungefähr vergangen. Das ist nicht zu Ende, das Match sozusagen. Wir sind jetzt irgendwo vielleicht in der Halbzeit, irgendwo sind wir mittendrin. Aber man kann nicht schon aus Sicht der Gegenwart in die Vergangenheit zurückschauen, was ist in der Zeit alles passiert. Ja. Und wahrscheinlich habe ich deswegen alles so beobachtet, um zu schauen, was passiert eigentlich und für mich was zu lernen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, man darf es nicht laut sagen, aber umso länger das dauert, umso mehr bin ich ein Corona-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man müsste nur das, was uns dieses kleine Lebewesen anbietet, diese Lehrstunden auch nützen und hinschauen und hinhören, was uns das eigentlich erzählen will. Das passiert leider nicht. Weil wenn ich jetzt Stand heute zurückblicke auf die letzten 4 Wochen und zum Beispiel frage, wer hat in diesen 4 Wochen objektiv agiert, nüchtern, realitätsbezogen, pragmatisch, dann fällt mir sofort einmal ein Tag ein, das Virus selber hat das gemacht. Weil das hat einfach alle die Strukturen, die wir ihm heutzutage bieten, genützt, ohne nachzudenken. Ja, oder kein Gehirn oder so, aber einfach genützt. Das heißt, unseren Zwang zur ständigen Mobilität, unsere nicht mehr artgerechte Menschenhaltung in riesigen Megastädten, alles das hilft natürlich, dass sich etwas sehr, sehr schnell ausbreitet. Also irgendwo in der Tiger wird sich der Virus wahrscheinlich langsamer ausbreiten. Ja. Darum finde ich es ja total falsch, dass wir jetzt immer auf Länder schauen. Das ist sowieso verrückt. Also über das braucht man gar nicht diskutieren, dieses Ranking nach Ländern, wer hat wie viele Tote und hin und her, wie wenn es um eine Fußball-Weltmeisterschaft ging. Nicht? Jetzt führen gerade die Amerikaner, lang waren die Chinesen in Führung, jetzt führen die Amerikaner. Das ist vollkommen verrückt aus meiner Sicht. Ja. Und es ist nicht nur verrückt, es ist auch falsch. Weil um etwas zu lernen, ist es nicht sinnvoll, jetzt auf Länder zu schauen, sondern auf Gebiete. Warum ist in gewissen Gebieten besonders heftig und woanders vielleicht weniger die Ausbreitung oder die Infektion oder der Krankheitszustand der Bevölkerung oder die Zahl der Toten. Ja. Und, man hört immer Italien. Da schauen Sie mal auf Italien. Nein, es geht nicht um Italien, es geht um ein kleines Gebiet in Italien, die Lombardei. Und da gibt es eben gewisse Voraussetzungen, dass dort das so eskaliert ist, wie es woanders nicht eskaliert. Ja. Dasselbe gilt für Spanien, nicht ganz Spanien, sondern immer nur gewisse Gebiete. Also das wäre ich das Interessante. Ja. Also der Virus hat sich vollkommen richtig verhalten. Nur aus Eigeninteresse, muss man schon sagen, ja, aber ohne darüber nachzudenken, sondern einfach, der hat agiert, wie er agieren muss. Wer sich auch objektiv verhalten hat in den meisten Fällen, ist das Immunsystem. Das tut das, was es tut. Das haben wir schon im ersten Gespräch auch kurz angesprochen. Also wenn etwas in dich eindringt, was vielleicht fehl am Platz ist, reagiert es. Dann gibt es eine Immunreaktion. Ja. Wir nennen das dann dummerweise Krankheit. Das ist schon mal ein Fehler, dass eigentlich eine Feuerwehrübung, was die Betriebsfeuerwehr macht in uns drinnen, dass diese Feuerwehrübung und vielleicht, wenn es einer ernst für ist, weil es ein bisschen heftiger ist, die Reaktion, dass das als ein Völler wahrgenommen wird. Das ist ja nicht der Völler, sondern das ist das Richtige, was das System macht. Den Völler machen wir dann oft, dass wir diese Symptome des Immunsystems unterdrücken. Das heißt, dass man einmal Fieber hat, dass man fiebersenkende Mittel nimmt oder dann Cortison den Menschen gibt, die wenig Luft kriegen, damit sie dann mehr Luft kriegen. Und das behindert eigentlich die Betriebsfeuerwehr bei der Haken. Also wir stehen eigentlich unserem System dann oft selbst im Wege. Interessant für mich ist auch, dass in der ganzen Diskussion jetzt man viel gehört hat, aber keiner spricht über das Immunsystem. Das kommt praktisch nicht vor. Mhm. Zu Gott von Schulmedizin, wie wenn es das nicht gibt. Also die einzigen, die das reparieren können, sind die Ärzte. Die Schulmedizin, die kann das reparieren mit Beatmungsgerät, mit Intensivstationen und dann Medikamente und dann die Endlösung ist der Impfstoff. Also das, ja, dass da noch was anderes gibt, das wird nicht thematisiert, das finde ich auch falsch. Und dann muss man auch noch sagen, wer nüchtern, pragmatisch und der Realität entsprechend reagiert hat, sind die ganz großen Hedgefonds, also die
Finanzkonzerne, die üblichen Verdächtigen. Weil was haben die gemacht? Die haben gemerkt, wie es losgeht, haben die Leerverkäufe getätigt etc. etc. Also haben ganz bewusst der Schrott, der überbleibt, jetzt einmal nicht durchs Virus, sondern durch die Maßnahmen gegen den Virus, jetzt halt aufkauft und werden damit sehr viel Geld machen. Und wenn sie Wetten drauf machen, durch Leerverkäufe, ist es auf jeden Fall für die ein Geschäft. Ja. Aber sonst, alle anderen Maßnahmen, ja, jedes Agieren, was ich beobachtet habe, hat nichts mit einer Realität zu tun gehabt, sondern fußt immer auf Behauptungen. Auf Behauptungen, auf Geschichten, auf Mythen. Egal, ob jetzt das die These ist, die vorherrschende These, das Narrativ, Virus ist praktisch sehr, ganz gefährlich, nahe der Zombie-Apokalypse und die Maßnahmen sind total gerechtfertigt, bis zur Antithese, zu der These, die lautet, vollkommen überzogene Maßnahmen, ja, unverhältnismäßig, verfassungsrechtlich sehr bedenklich, schränkt unsere Bürgerrechte ein, damit ist die Freiheit der Bürger weg, der Rechtsstaat zusammengebrochen, etc., etc., ist alles falsch, wirtschaftlich zusammen alles. Ja. Das ist die Antithese dazu. Das ja. ist die, Entschuldige. Beides sind Behauptungen. Ja. Ja. Aber das ist jetzt, wenn ich jetzt Behauptungen sage, heißt das nicht, dass das jetzt was Schlechtes ist, sondern der Mensch oder der Mensch, nicht als einzelnes Individuum, sondern als Zivilisation. Ja? Also jede kulturelle Weiterentwicklung, die wir gemacht haben, seit der Steinzeit, seit dem Neandertaler, ja? Und seitdem wir angefangen haben, unser Gehirn kognitiv auch zu verwenden, ja? Beruht immer auf Geschichten. Geschichten, die wir uns erzählt haben. Da gibt es ein sehr gutes Buch, was ich sehr mag, das hat mir der Harald Sicher jetzt empfohlen, vom Harari, der Homo Sapiens. Kann ich an jedem empfehlen, das ist ein Historiker, israelischer. Und das Lustige war, dass das Buch, was ich gelesen habe, was ein wissenschaftliches Buch eigentlich ist, jetzt kann man sagen populärwissenschaftlich, um es schlecht zu machen, aber es ist ein wissenschaftliches Buch, weil der Herr ist ein Wissenschaftler, der hat das, glaube ich, 15 oder 16 geschrieben, ja. Dass da irrsinnig viele Elemente vorkommen, die ich ab 2012 auf der Bühne meine Vorträge auch immer drinnen gehabt habe. Da gibt es Überschneidungen, lustigerweise, obwohl ich ja kein Wissenschaftler in dem Sinn bin. Und der erklärte sehr gut, dass es immer Geschichten waren, die Menschen weitergebracht haben. Ja. Geschichten über die Natur, ja, Geschichten über sich selbst, Geschichten über Götter, das waren am Anfang waren es naturnahe Götter, dann waren es plötzlich Götter, die nicht in der Natur zu finden sind, sondern irgendwo am Himmel, ja, in der Antike zum Beispiel, der Zeus und die ganz vielen Götter, dann irgendwann einmal haben wir uns geeinigt, es gibt nur mehr einen Gott, das war die nächste Geschichte. Und jetzt sind wir gerade in der Phase nach der Aufklärung im Humanismus. Das klingt immer so schön, der Humanismus. Nur der Humanismus macht jetzt im Prinzip Folgendes, dass der Mensch sich selbst zum Gott erhoben hat. Also wir sind die Schöpfer unserer Realität, wir sind die Schöpfer des Ichs, wir sind die Schöpfer der Welt. Ja? Und alles andere hat sich sozusagen zu unterwerfen. Und alles, sämtliche Bewertungen, die wir machen, ist immer aus der Sicht des Homo Sapiens. Also alles andere existiert für uns, das wird benutzt, aber das ist nicht auf Augenhöhe. Ja? Und jetzt passiert eben diesem Göttlichen, der alles erschaffen kann, ja, etwas, mit dem man nicht so wirklich umgehen kann. Mit diesem Ereignis, was wir jetzt haben. Und wieder werden darüber Geschichten erzählt. Ne? Und die Geschichtenerzähler jetzt sind halt zum Teil das, was man immer als Experten hört. Das sind die Experten. Wir haben die Experten gefragt. Das sind halt oft dann Wissenschaftler, nicht? Auf verschiedenen Fachgebieten, in dem wir halt Virologen, Epidemiologen etc. etc. Nicht? Aber wir fragen jetzt nicht mehr die Götter, wir fragen nicht das Orakel, wir fragen nicht die Priester, sondern momentan, weil wir jetzt ja selber die Götter sind, gibt es die besonderen Götter in Weiß, vor denen liegen wir ja sofort, und die wissen jetzt, wie alles funktioniert und die fragen wir zur Rat. Das ist interessant, weil was ich jetzt so über die 4 Wochen beobachtet habe, du hast vorher das Wort Diskussion schon verwendet. Interessant war ja, ganz am Anfang ist ja praktisch gar nicht diskutiert worden, da ist einfach nur
da sozusagen hat ja keiner irgendwas hinterfragt. Und jetzt merkt man in den Medien schon, dass doch die Fragen immer mehr werden. Gell? Dass doch jetzt ja. Also das, am Anfang war es so Schock, ja, und dann ist sozusagen ein Narrativ ausgegeben worden. Ja. Und das hat uns erzählt, wir werden Hunderttausende Tote haben, auch in Österreich. Oder irgendeine so eine ganz eine wüde Zahl. Und alles ganz schrecklich und ganz, ganz furchtbar. Und deswegen diese Maßnahmen und so weiter und so fort. Ja. Verbreitet wurde dieses Narrativ von den Medien am Anfang. Nicht von allen Medien, logischerweise, aber jetzt rede ich mal, wenn wir jetzt Medien sagen, ist es immer sehr ungerecht, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Medien und die Medien sind nicht irgendwas, was lebt, sondern das sind Menschen, die agieren, ja, Akteure, sehr unterschiedlich. Ja, nur am Anfang war ganz klar, was die Linie ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nur vom ORF sprechen, dann ist halt ganz klar, was da passiert ist. Ja, der ORF hat plötzlich seinen Bildungsauftrag verlassen und hat den Erziehungsauftrag übernommen. Ja, und was ich in den letzten 4 Wochen bemerkt habe, ist, dass ich mich sehr, sehr zurückhalten muss, dass ich nicht zornig werde. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Nicht über die Gesamtsituation, auch gar nicht jetzt über die Maßnahmen, die am Anfang ergriffen worden sind. Die mögen ja vielleicht richtig gewesen sein. Ja, wissen wir jetzt nicht. Ganz am Anfang, wie man nicht mehr gewusst hat. Ja, aber über die Art, wie kommuniziert wurde. Dass man uns praktisch wie kleine Kinder behandelt. Ja, wenn ich dann irgendwann auf mein Handy steht, auf einmal da, bleib zu Hause. Da sagt mir irgendeine Firma, das ist der Netzbetreiber, in dem Fall A1, bleib daheim. Und die muss mir das immer anschauen. Und da werde ich ein bisschen zornig. Ja? Ich wäre dann ein bisschen zornig, aber du siehst, ich habe mich einigermaßen im Griff. Ja, ich werde dann zornig, wenn es war am 12. habe ich das letzte Mal in München gespielt, weil da hat man noch spielen dürfen. Und am Weg dorthin hat mir ein Freund eine SMS geschickt, der bei der Polizei ist und halt ein bisschen früher Sachen weiß als vielleicht ein anderer. Hat gesagt, wenn sie in Ruhe einkaufen gehen, ist genau heute, weil morgen spielt es ja an und ab nächster Woche ist Ausgangssperre. Ja? Mhm. Und dann war diese Pressekonferenz, wo der Herr Innenminister dann gesagt hat, er warnt vor Fake News, die umgehen. Ja, es wird in Österreich niemals eine Ausgangssperre geben. Ich glaube, am Montag oder am Dienstag war es dann soweit. Da hat mich wieder angelungen. Wissentlich. Und das gehört sich nicht. Ja. Und was ich zu den Geschichten noch sagen möchte, das ist das, was mich eigentlich am meisten überrascht. Nein, es überrascht mich ja gar nicht eigentlich, sondern es ist eh logisch. Die Geschichten, die heute erzählt werden, das kannst du ganz genau beobachten, das sind nicht wirkliche Geschichten, sondern es geht immer um die Verbreitung von Zahlen. Also man versucht, durch das Verbreiten und Behaupten von irgendwelchen Zahlen Objektivität vorzutäuschen. Man sagt ja, Zahlen lügen nicht. Ja, Zahlen sind objektiv. Ja, stimmt überhaupt nicht. Erstens einmal, Zahlen an sich sind schon mal nicht objektiv. Sie haben nur dann sowas Objektives, wenn sie erstens einmal sichtbar auch sind, als das, was sie benennen. Also wenn da 10 Äpfel liegen und man sagt, das sind 10 Äpfel und ich kann sie abzählen, dann stimmt die Zahl 10 Äpfel. Das ist keine Frage. Nur was bei den Zahlen ist, die da veröffentlicht werden, das sind nicht Zahlen, wo irgendwas gezählt wurde. Also das sind nicht, wie man so sagt, evidenzbasierte Zahlen, sondern das sind Möglichkeiten, Statistiken oder Modelle nennt man das so gerne. Also da rechnet irgendwer was aus und das ist dann die Zahl, nach der sich alles richtet. Das ist aber nur eine Behauptung, diese Zahl. Und eine Zahl hat immer dann ein Problem, wenn es keinen Vergleichswert gibt. Meine Mutter hat mir jetzt vor ein paar Tagen angerufen, mit der telefoniere ich fast jeden Tag und einmal in der Woche bin ich bei ihr, bringe ihr Lebensmittel, kaufe ihr Salbe, Mutter ist 85 und hat nicht Angst. Ja, ist er verständlich. Und jetzt hat sie mir wieder mal angerufen,
Das ist immer dasselbe Thema. Ich rufe meistens noch die Nachrichten an, da ist sie dann sehr, sehr aufgewühlt. Da habe ich schon wieder, Wahnsinn, die Nachrichten. Wahnsinn. So viele Tote haben wir in Österreich. So viele Tote. Sag ich, Mutter, wie viele sind es denn? 400. Sag ich, Mutter, in 5 Wochen 400. Täglich sterben in Österreich 250 Menschen im Durchschnitt. Blödsinn! Wo ist denn das her? Sag ich, na, das glaubst du mir ganz einfach. Es sind ca. 80.000 bis 35.000 Menschen, die in Österreich sterben im Jahr. Also sind es ungefähr 250 am Tag. Das war nicht möglich, meiner Mutter klarzumachen, dass das nicht die Zombie-Apokalypse ist. Ja? Das liegt aber daran, weil es wird ja befeuert medial. Und das ist auch was, was mir zu wenig macht. Ja? Diese Panik machen. Das Schlimmste ist, wenn sich ein Politiker hinstellt und sagt, es ist kein Grund zur Panik, aber. In dem Moment ist Panik. Wenn der Innenminister, der Gesundheitsminister das sagt, ist Panik. Ja? Woher diese Panik kommt, ist auch klar, weil die ja selber in Panik waren. Ja, die haben ja selber einen furchtbaren Stress am Anfang gehabt, weil sie darauf nicht eingestellt waren, auf das, was jetzt kommt. Ja. Aber zu den Zahlen, jetzt nur ein ganz banales Beispiel. Ein Golf GTI, ich weiß nicht, ob es das Auto überhaupt noch gibt, aber das war immer ein starkes Auto. Ein Golf GTI ist ein starkes Auto. Jetzt kannst du, wenn du zu einem Autohändler gehst und dann steht da eine Zahl, 250 PS, jetzt sage ich irgendwas, ja, und dann machst du eine Probefahrt mit dem Autoverkäufer und der sagt, jetzt, na, was sagen Sie, wie der geht? Und du sagst, Wahnsinn, das ist extrem stark, das Auto. Ja. Das hält aber nur so lang, dass der Golf GTI, den du im Geschäft kaufst, ein starkes Auto ist, bis du einmal mit einem Golf GTI gefahren bist, der wirklich stark ist. Da gibt es zum Beispiel einen, der fährt in Deutschland Dreckster-Rennen mit einem Golf, mit einem 2er Golf. Mhm. Ja. Der hat einen Golfmotor drin, mit 2 Litern, nur mit Turbo aufgeladen, der hat 1200 PS. Der ist nach 8 Sekunden auf 265 Stundenkilometer. Das ist ein starker Golf GTI. Also der starke Golf GTI mit den 250 PS hält nur so lang, bis du einmal einen wirklich starken gesehen hast. Und so ist es jetzt mit diesen ganzen Zahlen, die uns Angst machen, wenn uns die Vergleichszahlen fehlen. Also darum ist es wichtig, dass man sich, auch wenn es dann irgendwann mal auf die Nerven geht, informiert und Zahlen vergleicht, also die Zahlen, die einem geboten werden, zu den Zahlen, also die nicht geboten, sondern die einfach einem aufgezwungen werden, nicht? Den veröffentlichten Zahlen und Vergleichszahlen zu ähnlichen Ereignissen, was heißt diese Zahl überhaupt? Nicht? Klar klingen, jetzt sind es glaube ich 140.000 Tote weltweit, klingt furchtbar, weil du stellst dir vor, 2 Fußballstadien, die umfallen und tot sind. Ja, nur du musst es im Verhältnis dann zum Ganzen sehen. Ja. Und das ist das, was mich jetzt momentan also nicht wundert, weil ich war eh immer der Meinung, dass es genauso funktioniert, das gesamte System. Vor allem, dass es so lange gebraucht hat, dass die These zum Narrativ, also zur herrschenden Meinung, die ja meistens die Meinung der Herrschenden ist, wie wir wissen, zu die Gegenmeinung, bis endlich mutige Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, na Moment, ganz so ist auch nicht, wir müssen uns die Zahlen schon mal genauer anschauen, etc., etc. Es hat eine Zeit gedauert, aber es war sehr wichtig, dass die aufgestanden sind und das gemacht haben und dass wer jetzt die Möglichkeit hat, hätte eine Diskussion zu führen, wie du richtig sagst. Nämlich, dass in einer TV-Sendung dann der eine Virologe und dann sitzt der andere Virologe, der eine andere Meinung vertritt. Man kann es uns anhören. Mhm. Ja, aber das passiert nicht. Also die werden ausgeschlossen. Also die Antithese haben, werden zurzeit nicht bei allen Sender. Also zum Beispiel beim Servus TV habe ich das erste Mal sowas gesehen, wo auch eine andere Meinung vorgekommen ist. Ja, bei anderen Sendern nicht. Bei Markus Lanz war jetzt letztens auch schon zum Beispiel. Mhm. Ja, also da ist eh was in Bewegung, das ist richtig und gut so, dass das passiert. Ja. Nur, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, die eine andere Meinung haben, das ist beschämend eigentlich. Das ist wieder was, wo man fast zornig werden müsste. Ja. Ich habe jetzt interessanterweise schon letztens einmal gehört, dass quasi schon auch ein bisschen jetzt mehr oder weniger zugegeben wird, unter Anführungszeichen, dass das halt einfach eine Situation ist, die mit nichts vergleichbar ist und wo man halt einfach teilweise auch einfach probiert mit gewissen Maßnahmen und
man hat halt einfach keine Vergleichsseite. Das kommt auch jetzt immer mehr ein bisschen raus, gell? Das ist halt wirklich alles schwierig. Legitim. Ja, alles legitim, überhaupt keine Frage. Ja, also das haben wir, glaube ich, im ersten Gespräch gesagt, schon davor, da fliegt der Flieger und da sagt einer, da ist ein Geisel immer, wann holen wir noch weg? Also das ist die Stresssituation, in der keiner sein möchte. Ja. Ja. Nur, und jetzt beginnt das wirkliche Problem der Politik. Ja, also zum einen, sobald jemand sagt, es geht ihm um die Gesundheit der Bevölkerung, glauben Sie das bitte nicht. Es geht nicht um die Gesundheit der Bevölkerung. Weil wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung ginge, dann könnte man in ganz, ganz vielen Bereichen wahnsinnig viele Maßnahmen ergreifen. Wenn es wirklich um die Gesundheit geht. Da könnte man schon mit Gesundheitsbildung anfangen in Schulen, dass man lernt, was ist Gesundheit, was ist Krankheit, wie kann ich meinen Körper gesund halten, was sollte ich nicht essen, wie viel sollte ich mich bewegen. Da gibt es ganz viele Gründe, um einen Körper gesund zu halten und das Immunsystem damit auch zu stärken. Das gibt's. Also um das geht es nicht. Es ist nie darum gegangen, Oma und Opa zu retten, was sie uns erzählt haben, sondern es ist meines Erachtens darum gegangen, um die Reputation unseres Gesundheitssystems. Ja, also diese Bilder zu vermeiden, die wir in Norditalien gesehen haben. Wenn man das anstatt passiert, dann fragt sich die Bevölkerung, für was sollen wir steuern? Für was seid ihr da? Und darum darf das nicht passieren. Das ist das eine. Was sicher sehr viel ausmacht, ist, dass wir ein sehr gestörtes Verhältnis zum Tod haben. Allesamt. Mhm. Jeder von uns. Also der gottähnliche Mensch, ja, sieht den Tod als Fehler. Das ist was nicht passieren sollte. Darum wird uns die Zukunft zeigen, dass wir jetzt alles daran setzen werden, das Leben zu verlängern. Aber jetzt nicht wie bisher praktisch, dass man dann Zombies in Spitäler legt, die künstlich beatmet werden, sondern älter zu werden bei einem menschengerechten Leben. Also dass man die Medizin so weit bringt, dass es Ersatzteile gibt, dann wahrscheinlich für irgendwo das künstliche Herzen, was auch immer. Das heißt, es geht, das Leben zu verlängern und das Ziel wird irgendwann sein, auf irgendeine Art und Weise unsterblich zu sein. Ja. Vielleicht, wenn man nur das Bewusstsein dann downloaden kann, da irgendwas. Also das ist so eigentlich so jetzt das große Ziel möglicherweise. Ja. Leiderweise gibt es aber den Tod. Meinst du, dass wir uns quasi als Fehler zu wenig Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens bisher, oder? Ja. Also erstens einmal das, dass der Einzelne sich nicht mit seiner Endlichkeit auseinandersetzt. Und jetzt muss er sich aber zwangsläufig, damit wird man konfrontiert mit... Ja, das muss man in dem Fall. Müsste man aber immer, nicht nur, wenn so ein Ereignis ist wie jetzt. Aber jetzt ist es halt extrem. Ja, jetzt ist es halt so, dass unter, weil es steht immer Tote. Ja. Ja, und das bei uns, in unserer Stadt. Das löst ja auch die Angst aus, die man jetzt hat durch die ganze... Ja, es geht also unser Zustand zum Tod und auch unser Zustand zur Krankheit. Und da ist der Punkt für mich, wo ich, glaube ich, ganz anders funktioniere. Weder was Krankheit betrifft, noch Tod. Weil sie die Krankheit, also sagen wir so, die Medizin sieht die Krankheit durch Symptome, die es dann zu lindern gilt. Ja. Ich sehe die Krankheit als eigentlich nur ein Zeichen, dass irgendwas außer der Balance ist und dass ich selber was reparieren kann, indem ich mein Verhalten, meine Einstellung zu Dingen ändere, etc. Ja. Und der Tod ist für mich auch, das habe ich auch schon in meinen Programmen drin gehabt, das ist, der gehört genauso dazu, wie das Heranwachsen, das Geborenwerden, der Sexualtrieb, die Nahrungsaufnahme und irgendwann kommt einmal dann der Tod. Das ist das Leben. Also wenn ich Angst habe vom Tod, ist besser, bleib von Anfang an drin und komm gar nicht raus aus dem Loch. Ja, das ist einfach so. Ja. Nur in unserer Wahrnehmung ist der Tod ein Fehler, glaube ich. Und Fehler dürfen nicht passieren. Vor allem Politikern dürfen Fehler nicht passieren. Und das wird für mich jetzt auch sehr interessant, jetzt wo wir ja, es ist ja noch nicht zu Ende, aber wenn wir jetzt irgendwann mal draufkommen, dass diese ganzen Horrorszenarien, ja, jetzt bei uns in Österreich,
Wenn man jetzt nur auf die Lombardei schaut, ist das schon ein Horrorszenario gewesen. Aber nicht wegen einem Virus, sondern wegen dem Gesamtsystem dort. Ja? Auch wegen einem hinnischen Gesundheitssystem, was die haben, etc. etc. Ja? Das haben wir aber bei uns nicht. Das heißt, irgendwann einmal wird es eine Endabrechnung geben. Ja? Und ich bin gespannt, ob dann die Herrschaften, die dann in der Panik, in der Angst diese Entscheidung getroffen haben, diese Maßnahmen jetzt durchzuziehen, ob die dann die Größe zu haben, es tut uns leid, wir entschuldigen uns, es war überzogen. Aber wir haben so gehandelt, weil. Das würde, glaube ich, jeder irgendwo verstehen. Ob es jetzt unbedingt einer versteht, der in seine Firma, sein Unternehmen jetzt zerstört wurde durch diese Maßnahmen, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es nicht wirklich beinhart selber erwischt hat, ist es vielleicht zu verzeihen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Sie werden bis zum bitteren Ende behaupten, die Maßnahmen waren vollkommen richtig und haben wahnsinnig viele Menschenleben gerettet. Das heißt, sie haben sich entschlossen zu schießen, und wenn die Kugel aus dem Lauf ist, gibt es kein Zurück. In der Hoffnung, dass die Kugel das Ziel auch trifft. Ja, schau her, ich hab was vorbereitet. Ja, schau her. Das ist ein Zielscheim, so ein ganz normaler Zielscheim. Ja, und da ist der Schuss in Schwarze, das ist zwar da rot, aber das ist der Schuss in Schwarze. Das heißt, da gibt es einen Zielscheim, man zielt drauf, man weiß, was das Ziel ist, schießt, bumm, und freut sich, wenn das passiert. Ja, als Vergleich, das ist ein Schuss, ich hoffe, dass man das jetzt schön sieht, ein Schuss daneben. Also, ja. Zwar auf Zug geschossen, aber nicht halt. Nicht ganz daneben, aber schon daneben. Ja, das ist ein Endergebnis. Ja. Und das, was die Politik macht, ja, ist jetzt ein Trick. Die machen dann das. Ja. Sie lassen das Loch und malen die Zielscheibe neu rundherum und behaupten, bis zum Ende des Tages, es war ein Treffer. Und zeigen uns aber dann irgendwann mit das nicht mehr. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ja. Und was am Ende rausgekommen wird, wissen wir jetzt noch nicht, aber jetzt abgesehen von den gesundheitlichen Folgen, die konkret durch das Virus passiert sind, glaube ich, dass das nicht das Thema sein wird. Das, was uns viel länger begleiten wird, sind die Maßnahmen, die gegen das Virus getroffen worden sind. Und über die Auswirkungen von diesen Maßnahmen, wie da jetzt, da gibt es auch noch keinen öffentlichen Diskurs. Also nicht wirklich. Es ist so dieses, naja, man sollte jetzt für die Geschäfte aufmachen und wäre es nicht gut und so. Aber man geht immer davon aus, das wird wieder. Ja? Wobei für mich ist es ja Drohung. Also wenn jetzt irgendwer sagt, wir kehren zur Normalität zurück, kann ich nur sagen, hoffentlich nicht. Hoffentlich passiert genau das nicht. Hoffentlich nutzt man die Chance. Jetzt hält man ja die Zeit und denkt über manche Dinge nach. Ja. Aber Roland, aus welchem Grund? Weil du sagst, man wird wahrscheinlich dann die Zielscheibe quasi korrigieren. Aus welchem Grund würde man denn nicht zugeben wollen, dass zum Beispiel die Maßnahmen übertrieben sind? Oder? Ja, das wäre dann der Fehler. Weil es das der Fehler wäre. Um keinen Fehler eingestehen zu müssen. Genau, mhm. Ja. Das ist auch, wenn du Dingen eine gewisse Bedeutung gibst, die auf Behauptungen beruhen, die oft nicht deine Behauptungen sind, dann ist es das, was dein Weltbild ist. Und wenn jetzt etwas nicht deinem Weltbild entspricht, ist es sehr selten, dass der Mensch dann sagt, da habe ich mich jetzt sehr lang sehr geirrt, aber ich habe gelernt, und ich sehe es jetzt an, es passiert in manchen Situationen, aber in der Regel nicht. Man verteidigt diesen Fehler oft bis ins Grab. Mhm. Ja, weil das ganz furchtbar ist, einen Fehler zuzugeben. Mhm. Ja. Und ja, was mir vielleicht jetzt noch wichtig ist, was ich sagen will, ist, jetzt weg, wir sind nämlich schon wieder, wir gehen in dieselbe Falle, dass wir in derselben Diskussion sind, die man jetzt eh überall sieht, nämlich, waren die Maßnahmen jetzt gerechtfertigt, ja oder nein oder Ding, das, und ich hoffentlich kann ich nicht so viele Zahlen jetzt wieder verwendet, das machen eh alle anderen. Aber wichtig ist für mich jetzt, dass man
denen, die jetzt da zuhören, ja, vielleicht so ein bisschen einen Hinweis gibt, über was man nachdenken könnte jetzt in dieser Zeit. Ja. Erstens einmal, man muss sich mit dem Thema Angst auseinandersetzen. Jetzt wirklich. Bis jetzt haben wir das ja nicht gekannt. Diese ein bisschen Angst vor irgendwas schon, aber so dieses wirklich Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt momentan, weil du bist Musiker und du weißt ja auch nicht, wie es bei dir weitergeht. Ja, also wenn, Ängste gibt es ja verschiedener Natur, würde ich jetzt einmal sagen. Meine Angst, die sich jetzt in dem speziellen Fall ganz deutlich erkenntlich zeigt, ist die Existenzangst, also die wirtschaftliche Angst. Ja. Also du hast keine Angst jetzt, dass du krank wirst oder so, dass du wem ansteckst. Ja, sondern eher die Angst, dass das eben, ja, wie soll man mein Leben leisten in Zukunft? Ja. Genau, genau. Also ich habe jetzt nicht so die Angst, dass ich krank wäre oder so. Also das, okay. Und ich verhalte mich auch sozusagen vorbildlich unter Anführungszeichen und habe somit auch nicht die Angst, dass ich jemandem Schlechtes tun könnte. Mhm. Ja, aber das ist zum Beispiel auch, weil du das sagst, das ist etwas total Gemeines. Wir haben das ja kurz besprochen, wir wollten das ja auch live machen. Also nicht live, letztendlich falsch, sondern nicht über Skype, sondern face-to-face, wirklich. Ja. Ja. Beim ersten Mal schon so, du damals schon einen Shitstorm gehabt, beim Klausi Eckel damals, dann haben wir es so gemacht. Und jetzt nach 4 Wochen, wo sich das Ganze ein bisschen schon beruhigt hat, habe ich gesagt, pass auf, ich komme zu dir, wir nehmen das auf. Zuerst, naja, und dann, naja, wegen einem Shitstorm. Es ist ja der Angst praktisch, dass man dann geächtet wird von Leuten, wo man es gar nicht glauben sollte, dass die so ticken, aber die gibt's. Das ist auch was, über was wir vielleicht noch reden sollten. Ja. Hast du mich jetzt angehustet? Entschuldigung. Sag einmal. Ohne Mundschutz? Ohne Mundschutz? Ja. Muss ich wirklich die Polizei rufen? Ja. Passt gut dazu. Da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, dass aus dieser Angst, die die Menschen jetzt haben, ja, die ja nicht unbedingt die Angst ist, dass ich krank werde, sondern die Angst, dass ich ein unsoziales Lebewesen bin, weil ich nicht solidarisch bin mit der Gesellschaft und ich schuld bin, wenn andere krank werden. Das ist ja überhaupt das Gemeinste. Ich meine, schon mal die Gemeinheit, dass sie uns Angst machen vor der Krankheit. Ja, und zwar so massiv, richtig grauslich teilweise. Und dann noch eins drauf, die Angst schüren, sich nicht solidarisch zu verhalten. Mhm. Nämlich dieses, ich bin schuld. Ja, weil das ist was, was übertragbar ist. Eine Angst vor einer Krankheit ist ja nicht übertragbar. Wenn jemand Angst davor hat, hat er Angst, muss mir mal zugestehen, wenn sich jemand jetzt 8 Wochen einbunkern will in der Wohnung, soll jeder machen, wie er möchte. Ja? Dann ist es aber nicht, dann überträgt sich das nicht, diese Angst, weil das ist ja denen seine Angst. Aber diese Angst, sich nicht richtig zu verhalten, nicht gehorsam zu sein, kein braver Bürger zu sein, nicht zum Team Österreich dazugehören, ja? Eine asoziale Drecksau zu sein, diese Angst, die überträgt sich insofern, dass die, die das unter Zwang dann irgendwie machen, furchtbar neidisch sind auf die, die es nicht machen. Das sind dann die Mitläufer, die probieren alles korrekt und richtig zu machen, ja, um nicht irgendwo anzuecken. Und zugleich aber die, die das nicht machen, aufspüren in der Nachbarschaft und dann vom Mitläufer zum Mitteiler zu werden, nämlich die Polizei anrufen. Du, da ist ein Kennzeichen, das gehört nicht, da könnt ihr einmal vorbeischauen. Ja, das tut man deswegen nicht, wenn man Angst hat, sondern wenn man neidisch ist. Das ist der Neid auf jemanden, der ein bisschen mutiger ist als ich selber. Mhm. Ja, das wird natürlich, durch die sozialen Medien wird das natürlich nochmal verstärkt, weil man es natürlich auch auf dann jetzt jeder von jedem sehen kann, was er tut oder nicht. Ne? Ja, natürlich. Also, ja, also andere fotografieren, die jetzt Hand in Hand gehen, etc. etc. Ja. Das passiert jetzt alles und dann das Foto weiterschicken und so. Also spaltet die Gesellschaft, kann man sagen, ein bisschen. Ja, ne? Aber die war schon gespalten. Also das muss man sagen, das ist schon lange vorbereitet. Also diese Spaltung in 2 Gruppen, wenn du nicht für uns bist, ja, bist du gegen uns und bist Feind. Das ist schon, das Thema ist schon lange durch. Das war bei der Flüchtlingskrise so, das
Ja, ich war sogar bei Atomkraft, nein, danke bei uns. Das war, da warst du, das, da warst du zu jung wahrscheinlich. Ja, aber ich kenne den gelben Zwentendorf. Sticker noch. Genau, in Zwentendorf, da war die große Diskussion, entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Also das ist dieses Teile- und Herrsche-Prinzip, was eh immer funktioniert. Und diese gespaltene Gesellschaft, diese Hysterie, die kommt ja jetzt nicht auf, sondern die ist ja da. Also die Reaktion auf das Virus ist ja nur ein Zeichen dieser allgemeinen Hysterie. Ja, das, nur, dass das so weltweit überall gleich funktioniert, das ist eigentlich das, was schon bemerkenswert ist. Das, ja, das, ja. Aber hast aber du das, ja? Ja, ne, es ist nur nicht überraschend, es ist irgendwie eh aufgelegt. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass diese Spaltung, die ja jetzt immer wieder in verschiedensten Themen passiert, dass die gewollt ist, oder ist das was, was dem Menschen inne liegt, dass da, oder sind die sozialen Medien, die das nur verstärken, irgendwie diese Spaltung, oder? Ich glaube, das Prinzip der Spaltung ist ein uraltes. Das muss ja nicht von irgendwem gewollt sein, das passiert ganz einfach. Ja, das passiert am Land, da ist die eine Ortschaft, das sind die Michelbacher, das andere sind die Stössinger, dann ist irgendwo ein Feuerwehrheiliger, dann fangen die Michelbacher mit den Stössinger ins Raffen an. Nicht nur weil die Stössinger sind. Das ist, ja, da passiert nichts, aber es ist, das ist einfach, man kehrt irgendwo dazu, man findet dort seine Identität. Das Fußballclub, ne? die Fans, ja, das ist sowieso da. Geben, ne? Ja. Und wenn es das gibt, dann kann man das nicht schon noch steuern. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt nicht aus böser Absicht, aber sehr befeuert wird von verschiedenen Tools, die wir verwenden. Zum einen sind es einmal die normalen Medien, wo Journalisten, die selber ja auch irgendein Weltbild im Kopf haben, dann da irgendwas von sich geben, ja, fernab von jeder Objektivität. Und die befeuern das sicher, dann wird das aufgegriffen in den sozialen Medien, dann den Nächsten, die sich Schlachten liefern. Also das sind alles so Verstärker. Es ist ja jetzt das Ereignis mit dieser Pandemie, das ist ja nicht das Problem. Das ist nur ein Verstärker für etwas. Das ist ein Verstärker, das ist ein Beschleuniger für Dinge, die sowieso schon im Gange sind. Darum habe ich am Anfang gesagt, dass ich fast ein Fan vom Coronavirus bin, weil jetzt viele Sachen offenbart. Also der Lack und der Kiet von der geschminkten Leiche, ja, bröselt jetzt schon langsam runter. Und man sieht endlich, was wirklich der Gesamtzustand ist. Also jetzt könnte man es sehen, weil es ist nicht zu vertuschen. Jetzt sieht man. Zum Beispiel nehmen wir nur die Demokratie, ja, unsere Demokratie in Österreich. Ja, der Rechtsstaat, die Demokratie. Das ist eine Scheindemokratie. Weil die Demokratie gibt es nur, solange die, die uns die Demokratie sozusagen gewähren, ja, sie uns zugestehen, irgendwann sagen, jetzt ist es aus. Und dran so. Das ist jetzt passiert. Das ist jetzt definitiv passiert. Da gibt es jemanden, der sagen kann, es bleibt daheim. Es dürft es nicht mehr. Natürlich wir werden nicht gefragt. Natürlich, ja? Mit dem Argument der Gesundheit. Was widerlegbar ist. Was wirklich widerlegbar ist. Weil das könnte man dann immer machen. Ja? Es ist fast, wird ja auch verwendet, Kriegspropaganda. Also ich glaube, der Macron hat gesagt, wir sind im Krieg und der Kampf, es ist immer der Kampf gegen das Virus. Ja? Wenn wir das besiegt haben, es ist absolute Kriegsrhetorik. Ja? Und Kriegspropaganda, in dem Fall ist es ja nicht wirklich eine Propaganda, weil sonst von, was der mit Propaganda, kann man das nur sagen, ist eine Kampagne. Es ist eine Kampagne. Und die funktioniert genauso wie eine Kriegspropaganda. Da gibt es einen Feind X, der heißt X, und der Feind X ist schädlich und der Feind X muss besiegt werden. Warum muss er besiegt werden? Um Y,
Das kann jetzt sein, das Land, die Nation, die Wirtschaft, die Bevölkerung. In dem Fall ist es die ältere und schwache Bevölkerung zu schützen. Das heißt, das ist der Auftrag. Und wer dann nicht mitmacht, der ist sozusagen Landesverräter. Der gehört nicht dazu. Das heißt, du musst ja, um einen Krieg zu führen gegen eine feindliche Nation, so wie es früher war, das ist die eine Front. Und die andere Front ist ja die Heimatfront. Du musst ja die Bevölkerung so weit kriegen, dass sie mitspielen. Du musst ja Jugendliche dann so weit kriegen, dass sie dir Uniform anziehen und wirklich in die Schlacht schmeißen. Ja? Und denen kannst du nicht erzählen, ihr geht in die Schlacht, um euer Leben zu retten, weil das ist ein Blödsinn, weil auf dem Schlachtfeld wird erschossen. Ihr geht in die Schlacht, um das Leben der anderen zu retten. Das ist das noch höhere Ziel. Also du opferst dich praktisch für die anderen. Und genau derselbe Mechanismus passiert ja jetzt auch. Also es geht nicht darum, dass ich mich jetzt schütze, aber mit diesen Masken, sondern dass du die anderen schützt. Ja, in dem Fall sind es eben die Menschen, die zu den Risikogruppen zählen. Ne? Das sind ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen etc. etc. Ja. Ja. Was ich auch mir gedacht habe, jetzt drehen wir mal, pass auf, drehen wir es einmal um. In dem Fall war es so, die Regierung hat beschlossen, ja, und dann werden Maßnahmen ergriffen und du hast keine Möglichkeit dagegen zu demonstrieren, du hast keine Möglichkeit Widerstand zu leisten, weil du wirst bestraft. In dem Fall mit Bußgeld bei der Polizei, Furzen kriegen wir noch keine dabei, aber man wird bestraft. Ja. Und man wird ja nicht nur jetzt von der Behörde, von der Polizei bestraft, du wirst auch von den anderen Bürgern bestraft. Von den Mitläufern und Mitteilern wirst du auch bestraft. Man wird ja, wenn man jetzt heutzutage umeinander geht und nicht mit der Maske, wird man gleich schief angeschaut. Ja? Da ist wieder das mit dem Zorn bei mir. Also ich muss mich schon sehr zurückhalten, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und da sitzen zwei Menschen in einem Cabrio und haben beide so eine Maske auf. Da muss ich mich schon sehr zurückhalten, dass ich nicht rausspringe aus meinem Auto und nur schreie, es trotteln. Wie deppert seid, sie haben sich ins Hirn geschissen, es depperten Arschlöcher. Da muss ich mich sehr zurückhalten. Ja. Ja, dieser voreilende Gehorsam, ich weiß nicht, was ist so in einem Auto mit einer Maske zu sitzen, das ist vollkommen sinnlos. Ja. Aber das nur so nebenbei. Das heißt, jetzt drehen wir mal das Ganze um. Es wird nächsten Winter wieder ein Virus geben. Viele Viren wird es geben. Ja, da gibt es die Rhinoviren, glaube ich, dann gibt es diese Influenza-Viren, wahrscheinlich wieder Coronaviren etc. etc. Und die haben immer so, im Herbst fangen die an, Saison zu haben. Ja, das ist statistisch, weiß man das, weil dann gehen die Leute zum Arzt, sie müssen schnupfen, manche gehen in den Krankenstand. Und manche, die halt kein gutes Immunsystem haben, die sind die Risikogruppen, die müssen dann manchmal ins Spital und manchmal sterben die dort. Das ist bei jeder Grippewelle immer so. Na pass auf, dann machen wir es da jetzt nächstes Jahr so, dass wir als Bevölkerung sagen, wir schützen jetzt unsere Alten, wir sind solidarisch, wir gehen jetzt 4 Wochen nicht mehr arbeiten, bleiben daheim bei den Kindern und der Staat soll uns bitte das Geld überweisen. Wird der Staat sagen, das hat es auch nicht, warum? Na, aus Solidarität zu den alten Menschen. Nicht? Das werden sie nicht machen. Es wird nicht funktionieren, weil es genau das Gleiche. Ja, wir könnten das genauso von uns aus sagen, wir wollen das machen, so wie das hat uns so gefallen letztes Jahr. Und wir haben das eingesehen, dass es total wichtig ist, wir machen es wieder. Weil es ist einfach evident, dass jedes Jahr eine gewisse Anzahl von Menschen an einer Grippe dann stirbt. Ja. Aber was glaubst du, Roland, was wären jetzt die Alternative gewesen, gerade jetzt zum Beispiel mit Corona, dass man es... Also am Anfang hätte es wahrscheinlich keine Alternative in dem Denken, in dem wir drinnen sind, in den Strukturen, in denen wir leben, in einer so vernetzten Welt, wo pausenlos die Menschen begegnen, ja, alle unterwegs sind, das global verteilen, hat es wahrscheinlich gar keine Alternative gegeben. Weil man nicht gewusst hat, das haben sie auch gesagt, wir wissen auch nicht genau, wir lernen gerade. Das ist alles okay. Mhm. Ja, nur dann, wenn man schon merkt, es tut nicht so, wie wir befürchtet haben. Gott sei Dank tut es nicht ganz so.
Es ist heftig, aber es ist nicht diese, der absolute Super-GAU, den wir befürchtet haben. Dann müsste man rechtzeitig sagen, okay, zurück mit den Maßnahmen. Es bringt nichts mehr. Und das passiert jetzt aber nicht, weil sie dann das Gesicht verlieren würden. Also ich glaube, dass es jetzt dieses Beibehalten der Maßnahmen, das ist ein bisschen lockern, und aber drohen, aber es kann eine zweite Welle kommen. Ja. Unser Herr Bundeskanzler hat ja noch vor ein paar Wochen gesagt, das ist noch lange nicht ausgestanden. Das, was wir jetzt erleben, ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, das wird ein Marathon. Und jetzt hat er, glaube ich, bei CNN ein Interview gegeben, ein Video-Interview heute oder gestern, wo er sagt, er ist sehr, sehr froh, dass das so gut gehandelt wurde und jetzt eigentlich schon wir das im Griff haben und vorüber ist. Also was jetzt? Kommt jetzt noch der Sturm? Kommt jetzt die zweite Welle? Ja, also die ganze Information war also intransparent sowieso, weil in Wahrheit in einer Demokratie sollte das so sein, dass diese Expertengespräche, wo sie diskutieren, dass sich das jeder anschauen kann. Die Meinungen, die dort vertreten werden. Nicht? Und dass es nicht zeigt hat, dass ein Bundeskanzler sagen kann, wer ist der falsche Experte und wer ist der richtige. Also das kann nicht sein, finde ich. Und da sind wir beim nächsten Thema, was das Virus uns lernt. Unseren Umgang mit Autoritäten. Ja? Ein Freund von mir, den ich gut kenne, ein Freund von mir, der da sehr vorsichtig ist, der wirklich Abstand hält und jetzt sehr vorsichtig ist, obwohl ist ein junger Mensch, ja, jünger als ich, aber der macht das halt so, soll es so sein. Und ich habe mir gefragt, und warum eigentlich? Sagt er, na, wenn der Staat das sagt, wird schon was dran sein. Also der Staat hat gesagt, ich wollte mich jetzt auf gar keine Diskussion einlassen, weil was ist der Staat? Irgendwann haben wir gelernt, der Staat sind wir, also ich habe nichts gesagt, ja. Wer ist es dann? Also wer ist in der, nehmen wir es jetzt, Corona-Krise, damit meine ich nicht nur die Virus-Krise, sondern der gesamte Themenkomplex, ja, wer ist in dieser Corona-Krise für Sie, jetzt wo Sie sich das anschauen, wer ist da Autorität? Ja? Jetzt werden wahrscheinlich gleich die Experten kommen, die Wissenschaftler, die Experten. Ja? Und jetzt ich habe die Gelegenheit gehabt, vor 14 Tagen, da war es in Servus TV, Tag im Hangar 7, war es eine Runde, da war ein Arzt, ein Gynäkologe, der die Maßnahmen ja kritisch sieht und das für überzogen hält. Und dann war dort eine Person, die ich vorher nicht gekannt habe, das ist der Präsident der österreichischen Ärztekammer. Ich habe den Namen gleich wieder vergessen. Ja, kann aber jedem empfehlen, dass man sich das anschaut. Sowas von Überheblichkeit und Präpotenz, ja, also, man könnte fast Ungustl sagen, der dort gesessen ist. Ja, wirklich ein sehr grauslicher Mensch. Und da hat sogar der sehr zurückhaltende Florian Klenk, der auch bei der Diskussion dabei war, dann irgendwann gesagt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich eine Stunde mit Ihnen am Tisch sitze, trenne ich die auch davon. Ja? Und das ist aber Mitglied der Taskforce. Das heißt, das ist der Menschenschlag. Dieser Mensch, der dort gesessen ist, ist der Vertreter jener Kaste, die darüber entscheiden, ob ich außer Haus gehe darf oder nicht. Und da ist wieder das, wo beim Herrn Thüringer, der immer so ein kleiner Widerstandskämpfer ist, der Zorn aufsteigt. Ja. Ich habe nichts gegen Autoritäten. Wenn die Autorität auf Kompetenz beruht, also sprich auf jemand, der was kann, ja, aber wenn eine Autorität nur auf einen sozialen Status, auf einen Titel, auf einen weißen Mantel, einer Nähe zu einer Institution oder was auch immer, beruht und nicht auf Kompetenz. Ja, und die mir dann sagen wollen, was ich zu tun habe, ja, habe ich massive Probleme damit. Ja, und das sollte sich vielleicht jeder überlegen, wer sind die Autoritäten in der ganzen Geschichte gewesen? Jetzt wissen wir, das sind diese Beraterteams rund um die Politiker. Weil der Politiker könnte ja normalerweise nicht jetzt so ein Thema aus sich aus. Unser Gesundheitsminister, der kann nicht sagen, das ist so, ich weiß das, ich bin Gesundheitsminister, das geht nicht. Das heißt, er muss mit diesen Experten, das Experte ist auch immer schon was wo mir auch immer die Zehennägel einrollen bei mir, die tun schon. Eine Falle, in die wir, glaube ich, gegangen sind. Was uns total fehlt, sind die Universalgelehrten. Also Menschen, die einen Überblick haben über das große Ganze immer. Es hat es früher gegeben, sowas. Aber jetzt es wird alles immer kleinteiliger, es wird immer zagter. Für jeden kleinen Bereich gibt es Experten.
Ja, da gibt es ja den Spruch, Experten sind die Menschen, die von ganz wenig, wahnsinnig viel wissen, bis irgendwann einmal alles wissen von nichts. Ja, das heißt, jeder Experte ist natürlich, sieht es aus seiner Sicht, aus der Sicht des Virologen, des Epidemiologen, des Ökonomen, jeder, ja, aber dieses, und dann braucht er eben, der das alles sich anhört und dann einen Überblick über das große Ganze hat. Ja. Und die fehlen halt in der Politik total, diese Menschen, die das haben. Ist ja viel verlangt, heutzutage in so einer komplexen Welt den Überblick über alles zu haben, ist ja fast gar nicht möglich, wie wir wissen. Ja. Und wenn man sich jetzt die Kette der Experten anschaut, da sind die, die hinter verschlossenen Türen beratschlagen, dann wird eine Entscheidung getroffen und dann gibt es die Politiker, die das praktisch nach außen tragen müssen. Das sind die Boten. Aber in so einer globalen Gesundheitsfrage ist doch wahrscheinlich die oberste Autorität die WHO, oder? Sollte man annehmen. Sollte man, also wäre logisch. Also das wäre logisch, dass in dem Fall die Autorität, die sicher das meiste Fachwissen, die meiste Kompetenz haben sollte, die WHO wäre. Ja? Und wenn man jetzt ein bisschen weiß, was die WHO ist, wenn man sich, das kann man auch recherchieren, ist heutzutage alles kein Problem mehr, Gott sei Dank. Wenn man ein bisschen weiß, was ist die WHO, wann wurde die gegründet, von wem wurde die gegründet, wer finanziert die? Dann weiß man, dass es ein Teil der Finanzierung übernimmt die Staatengemeinschaft, aber ein großer Teil, ich glaube es sind fast 80%, sind privat. Erstens einmal Pharmaindustrie und zum Zweiten Stiftungen. Und die haben Interessen. Also die Frage ist dann, wer ist dann letztendlich die Autorität? Jetzt behaupte ich einmal, die das Ganze finanzieren, auf irgendeine Art und Weise. Weil wer das Geld hat, macht die Regeln. Also, darum können wir da auch gut hinschauen jetzt. Also darum ist es eine Hilfestellung vom Virus sozusagen, dass sich viele Dinge offenbaren. Und was sich auch offenbart, und das wird vielleicht viele Menschen auch irgendwo schmerzen und auch Grund sein für eine Antriebslosigkeit, dass man irgendwie enttäuscht ist. Ja, dass man dass eine Illusion, in der man gelebt hat, die nennt sich Schlaraffenland, wo immer alles funktioniert, wo immer alles da ist, dass das plötzlich über Nacht zerfallen ist. Und man spürt, das wird es auch nicht mehr. Das ist einfach weg. Und wenn man die Illusion glaubt hat, dann kann man auch zornig werden. Dann hätte man die Möglichkeit, wieder über viel nachzudenken. Warum bin ich in die Falle gegangen? Warum hat man das geglaubt? Und so weiter und so fort. Ich kann mich das war jetzt vor schon ein paar Jahre aus, da war in ORF3 eine Diskussion, da ist um die Jagd gegangen. Ja? Und ich war da eingeladen, so als Jungjäger, und habe so probiert, zwischen die Jagdgegner und die Radikaljäger irgendwie zu vermitteln oder so, sozusagen im Rahmen der Diskussion. Und dann hat mich der, das war relativ ein junger, der Gastgeber bei der Sendung, gefragt, wie ich auf das gekommen bin, dass ich einen Jagdschein mache und so. Und ich gesagt, naja, ganz einfach, weil es wieder ein Schritt ist zur Daseinsmächtigkeit, also zur Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Ja, aber wieso tun die das? Sag ich, naja, weil ich nicht davon ausgegangen, dass jeden Tag beim Pillar die Tieren aufgehen. Das kann keiner mehr an der Zeit nachkommen. Und das war recht ein junger Bursch, dann hat mich so ein bisschen so verächtlich so angeschaut, naja, Herr Düring, aber wir leben im 21. Jahrhundert in Österreich, oder? Also vollkommen ausgeblendet, dass bei uns auch irgendwann einmal nicht alles so rund rennt und wirklich große Bresseln gibt. Und das trifft, glaube ich, jetzt sehr, 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 sehr viele Menschen sehr hart. Ja, ich muss sagen, mich genauso, weil ich bin auch irgendwie so 76 geboren. Eigentlich, wir haben so ziemlich die beste Phase bisher gehabt, die stressfreieste, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Behaupte jetzt einmal. Ja, vollkommen. Und in dem Denken irgendwie bin ich auch nicht davon ausgegangen. Also das war gar nicht auf dem Schirm irgendwie, dass sowas überhaupt null kommen könnte. Null. Ja. Nein. Ich habe halt irgendwann einmal dann angefangen, eben weil immer alles so ist, habe ich mir gedacht, wieso ist das bei uns so, warum ist das so, dass immer alles super ist? Es könnte einmal
irgendwann nicht so super sind, was macht man dann? Nicht? Ja. Also mir war ganz klar, wie es losgegangen ist dann mit Firmen zumachen, Leute in Urlaub schicken etc. etc. und auch dann eben klar war, dass zwar die Lebensmittelgeschäfte offen haben werden, aber alles andere zu ist, dass dann einmal alle einkaufen rennen und so fort, weil sie nichts daheim haben. Ja. Also bei mir, also gestern mit einem Freund telefoniert, der hat das auch, der haben über das geredet und also ich kann sich noch genau erinnern, er war gerade irgendwo mit dem Auto unterwegs und seine Tochter lebt in Wien, er lebt am Land draußen. Die Tochter ist so alt wie meine Tochter, so 18 in etwa. Mhm. Und er hat von seinem Sohn, vom älteren Sohn, macht so eine technische Anlagen aufbauen für Veranstaltungen, nicht? Für die WKO, wo er irgendeine Veranstaltung aufbaut. Und ist dort irgendeiner gekommen, der wird vom Innenministerium gewesen sein, so das kennst du gleich wieder runter, weil das wird nichts mehr, weil ab Montag ist der Laden dicht. Ja? Mhm. Und dann hat der im Vordern angegriffen, du, der hat mir gesagt, das war noch, wie behauptet worden ist, das wird es bei uns nie geben. Ja. Und dann hat mein Freund eine furchtbare Panik aufgerissen, weil erstens einmal hat nicht gewusst, was macht jetzt, wo holt er die Tochter hin, aufs Land oder nicht. Nicht einmal einen Liter Milch daheim im Kühlschrank, also sofort irgendwo hinfahren, einkaufen. Also da war kurz eine richtige Panik da, wo nur mehr das Kleinhirn funktioniert und sonst nichts mehr. Ja. Und darum habe ich halt gemeinsam mit meiner Familie irgendwann beschlossen, dass wir uns auf so Sachen vorbereiten, dass sowas passieren könnte. Ja, da wird man natürlich dann belächelt, das ist eh klar, das ist aber wurscht. Ich brauche jetzt ja niemanden erzählen, aber ich habe das auch öffentlich machen erzählt, dass ich so dick und funktioniere und das vielleicht kein Fehler ist, weil wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht, aber ja. Aber ist das auch zum Beispiel aus eher einer Angst heraus oder einfach nur um... Vorbereitet zu sein. Nein, eben, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ja? Weil ich glaube, dass das gibt ja so Prepper und so, die wirklich dann alles vollkommen für die absolute Apokalypse vorbereiten, das Haus mit Bunker und was weiß ich alles. Das bin ich ja nicht so. Ja? Da kann das schon sein, dass es an Angst heraus passiert. Bei mir passieren solche Dinge aus Neugierde. Mhm. Ja, also. Ich habe mich irgendwann einmal für ein reduziertes Leben interessiert. Weil ich eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich die andere Seite, nämlich das Streben nach immer mehr und mehr, dem bin ich ja hinterher gehäkelt. Wie ein Vollidiot. Ja, mehr Zuschauerzahlen, bessere Quoten im Fernsehen, mehr Autos, mehr kaufen können, mehr Interviews. Also nur, das war immer, das Mantra war mehr. Und immer hat es bei mir so einen Schalter umgelegt, und das ist eigentlich vollkommen uninteressant mittlerweile. Interessant ist da immer weniger und trotzdem gleich glücklich. Und zu diesem reduzierten Leben gehört eben dazu, erstens einmal, dass man daseinsmächtig ist, dass man möglichst wenig an irgendwelche Systeme angesteckt ist und dass man mit dem minimalsten Aufwand die größte Zufriedenheit schafft. Das ist ein richtiger Spurt, das ist eine Challenge. Also für mich ist das wie für einen anderen ein Motoreisenbahn oder irgendein Hobby oder so, oder das Motorrad frisieren oder das habe ich alles schon hinter mir. Nein, das ist eine spannende und keine leichte Aufgabe, ja. Da gibt es wahrscheinlich auch nie so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, jetzt hat man es erreicht sozusagen. Das ist ein ständiges Arbeiten, nehme ich an. Ja, das ist auch etwas, was man ständig verbessern kann und optimieren kann. Das heißt, es kann dich sehr lange begleiten als Hobby. Und die Frage ist, wie ist es da angehst? Und ich bin ja immer der Radikale. Meine Frau sagt, ich bin bei vielen Dingen so radikal. Das heißt, wenn ich sage, ich trinke jetzt einmal keinen Alkohol mehr ein Jahr, dann trinke ich ein Jahr keinen Alkohol. Mhm. Und da gibt es halt, jetzt machen wir Ausnahme, die was nicht. Da bin ich total strikt und radikal. Ja. Und ich bin das eigentlich das Projekt zuerst einmal angegangen, logischerweise, okay, was brauche ich nicht, was kann ich weglassen? Ja. Wenn ich das weglasse, in welchem Bereich schafft mir das Freiräume wieder? Etc. etc. Ja. Das geht aber so langsam so dahin. Ja. Und dann habe ich mich zur Radikalität entschlossen, dass ich vor ein paar Jahren so eine Survival-Woche gemacht habe, auf 1700 Meter in den Berg, nur mit dem Messer. Ja. Und
Das ist höchst interessant. Ja, es wird ein Überlebenstraining, gell, kann man sagen, die nächsten Wochen. Ja, so weit ist noch nicht. Nur, ich glaube, was viele noch nicht realisiert haben, dass das Virus die Vorgruppen war. Der Hauptakt kommt erst. Inwiefern meinst du? Na, das sind die Folgen der Maßnahmen. Okay, ja. Das ist der Hauptakt dann. Weißt du, was ich letztens habe ich so einen spannenden Satz gehört? Bei Willkommen Österreich war, glaube ich, der Gast hat das gesagt. Das hat mir sehr zum Denken gegeben. Aber da steckt viel Wahrheit drin, dass man sich in Zukunft, was sozusagen auf die Frage hinauf, was wird das hinterlassen, das Ganze, was jetzt passiert, hat er gesagt, dass sie die Menschen in Zukunft nicht mehr unbedingt als Mensch betrachten, sondern als potenziellen Virusüberträger. Und das war ein spannender Ausspruch. Ja. War das, weil nur, das sind das wir ja sowieso. Aber ist nichts Neues. Du weißt, was gemeint ja, ist damit. Ja, ne? Ja, es ist nur das Bewusstsein. Traurig. Ja. Also das Bewusstsein, was ich zu meinem Körper, zu mir, auch als Person oder als das, was ich bin, habe, ist eben Milliarden von Zellen, Körperzellen, die in irgendeiner Flüssigkeit schwimmen, viel mehr Viren und viel mehr Bakterien und Pilze, Keime, viel mehr als Körperzellen. Alles zusammen. Das heißt, ich bin innen genau das, was da außen rundherum ist. Ich bin irgendwas dazwischen. Mhm. Ja. Und darum kannst in Herrn Thüringer mit dem Wort Virus oder Keim oder was überhaupt nicht schrecken, in keiner Art und Weise. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich wohin gehe, dass ich jetzt ein Viren über. Ich habe das nicht. Ja, aber wenn jetzt jemand so konditioniert ist, dass der Virus sozusagen der Fehler ist, dann funktioniert es. Und da hat der das gesagt hat, vollkommen recht. Es wird passieren, es werden ganz viele andere Dinge auch passieren. Es wird, es kann auch sehr viel Positives passieren, ist auch möglich. Ja. Aber das ist was, da können wir dann, machen wir vielleicht im Herbst ein Update wieder. Ja. Ja, und schauen wir, was ist bis dahin passiert. Genau. Alles andere ist jetzt momentan Kaffeesud lesen, was genau passieren wird. Ja. Ja. Weil die Ereignisse, die jetzt kommen werden, die behaupte ich jetzt, so wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, das hat nicht das Virus ausgelöst. Das war schon immer da. Es ist nur beschleunigt worden. Alle die Veränderungen, die jetzt kommen, das wird durch die Maßnahmen, durch alles, was jetzt passiert, beschleunigt. Und in welche Richtung das jetzt aber geht, das weiß ich nicht. Also was jetzt auf jeden Fall ist, dass wir jetzt an einer Wegkreuzung stehen. Also eine T-Kreuzung und entweder man nimmt den einen Weg oder man nimmt den anderen Weg. Das gilt jetzt einmal für den Einzelnen, genauso wie das für die ganze Gesellschaft, für die ganze Welt. Für die ganze Welt gilt. Ja. Ja. Was ich nur nicht verstehe, ist jetzt, da war da diese jungen Leute, die auf Straßen gegangen sind, Fridays for Future, für ihre Zukunft nicht gekämpft haben, nicht aber geschrien haben, sondern Radau gemacht und darauf aufmerksam gemacht, dass da vieles falsch läuft, wo ich vollkommen dabei bin. Ich habe mich nur dagegen gewehrt, dass man das nur auf CO2 reduziert und alle anderen Aspekte, den Schaden, den wir anrichten, jetzt kleiner macht, indem man das eine Ding so groß macht. Aber prinzipiell vollkommen richtig, ja, nur wo sind die jetzt? Jetzt geht es wirklich um die Zukunft, jetzt geht es um das Eingemachte. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir von außen durch ein äußeres Ereignis schneller bei der Kreuzung sind, als wir geglaubt haben. Und warum stehen die jetzt nicht auf der Straße? Warum organisieren jetzt dieselben, die Fridays for Future organisieren, jetzt nicht auch Demonstrationen? Warum? Gut, die dürfen ja jetzt nicht aussehen. Ne? Ja, aber ich darf nicht aussehen. Irgendwann muss ich sagen, ich gehe jetzt aussehen. Gerade wenn ich jung bin und wenn es wirklich um meine Zukunft geht, dann muss ich irgendwann einmal auf der Straße stehen. Und was mir schon auffällt, ist, dass die Menschen, die jetzt Widerstand leisten, dass das oft ältere Herrschaften sind. Also die Ärzte, ja, sind meistens älter, aber es sind immer so jetzt irgendwie so meine Generation oder noch älter, die jetzt sagen, man ist irgendwo angerannt. Was ist denn da los? Ja. Und da fällt mir ein bisschen so, ich verstehe es nicht, warum die nicht schreien. Ja. Ja. Man muss ja nicht einmal jetzt auf Straßen gehen. Ah, Sichtweite ist gerade sicher. Schau her, ist da meine Stagnolkugel aufgefallen, was ich da
Ah ja, ja. Die Steinwollkugel. Also wenn sich jemand für eine andere Sicht auf das ganz Gesamtthema, auf den Themenkomplex jetzt interessiert, es gibt einen deutschen Ort, das ist der Bodo Schiffmann. Das ist die Schwindelambulanz. Nicht wer schwindeln tut, sondern Schwindelambulanz. Leute, die haben die irgendwann einmal angefangen, Videos zum Thema Corona aufzuspielen. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon 30 oder so. Das kann ich jedem empfehlen, weil es ein bisschen einen anderen Blick auf die Sache liefert. Vielleicht können wir das dann so machen, dass wir das da einblenden oder irgendwo unten hinstellen, den seine Adresse. Und der hat eine gute Idee gehabt, der gesagt, Freunde, wenn wir jetzt nicht rausgehen dürfen, demonstrieren, können wir trotzdem uns zu erkennen geben. Und da hat die Idee gehabt, dass man einfach ein Schnierl nimmt und eine Steinwollkugel da rundherum so irgendwie drauf tut. Das kann man sich immer so am Hals hängt, das kann man sich überall hängen, auf die Autoantenne, wenn man noch eine Antenne hat oder beim Fenster aushängen, wurscht wo. Einfach um zu zeigen, er nennt es den Querdenker-Bommel. Bommel ist ein bisschen, Bommel ist so. Also eine Kugel. Also es ist das, keine Panik, keine Angst und ich habe Zweifel. Kugel. Hätte einen wahnsinnigen Vorteil, wenn sich die Leute ähnlich dicken wie wir, die sagen, okay, ja, aber, dass sie die zu erkennen geben. Dass man mir sieht, wie viel das sind. Weil dann weiß ich auf der Straße, wenn ich wem sehe, den ich ja nicht mehr kenne, weil ein Mundschutztag, wenn eine Kugel wo ist, kann ich mit der Person anders reden, als mit jemandem, der keine Kugel hat. Oder vielleicht, wenn mich wer fragt, Herrn, was haben Sie da für eine Kugel, kann ich das erklären und komme so ins Gespräch. Weil ich glaube, wichtig ist, dass man sich jetzt schon austauscht und einen Diskurs drüber führt. Ja. Ist besser, als sich gegenseitig anzeigen. Weil Absolut. Das haben wir schon gehabt in dem Land, das wissen wir, wie das funktioniert. Dass wir das kennen, haben wir schon oft bewiesen. Aber das brauchen wir in dem Fall eigentlich gar nicht. Ja. Ja, es wird spannend, Roland, wenn wir uns im Herbst unterhalten, wenn das Ganze hoffentlich schon vorbei ist. Oder, also, naja. Ui, jetzt hast du selber, gemerkt. Gefährlich. Hast du selber gemerkt, ja. Ja, das, wir spielen alle da vorbei, ist dann noch lange nichts. Ja, es wird auch oft genug angedeutet, muss man sagen. Also es ist so ein halboffenes Geheimnis. Das vorbei, von dem Sie jetzt sprechen, ist ja anders vorbei, als Sie meinen. Glaube ich. Mhm. Weil eins muss man schon sagen, die Leute, die da jetzt wirklich an den Hebeln sitzen, die sind ja nicht deppert. Die wissen ja genau, was Sache ist. Die müssen sich nur überlegen, wie sie es uns verkaufen, ohne dass die absolute Panik ausbricht. So scheibchenweise. Ja, es wird spannend. Wir machen im Herbst auf alle Fälle eine Reprise und dann schauen wir, ein Zwischenbericht. Eine Reprise. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja keine Ahnung, was kommt. Aber es kann eh dann das Beste momentan draus machen. Auch spannend, wie sich das mit der Kultur entwickeln wird. Ich meine, wir sind ja auch Betroffene, gell? Ja, natürlich. Also, wobei, wie gesagt, bei mir ist halt so, ich habe ein zufriedenes Leben, wenn es jetzt eine Zeit lang für mich so ist, dass ich nicht spiele. In letzter Konsequenz bin ich im Wald. Aber das wird... Also das sind ja nicht nur die Künstler, es ist ja alles, was überhaupt mit Veranstaltungen zusammenhängt. Ja, das ist, da hängt der ganze Rattenschwanz. Ja, ganz viel. Ein Freund von mir hat eine riesige Gärtnerei. Und der Gärtnerei, wo der Endkunde hingeht und Blumen kauft, und der beliefert Deutschland und Österreich die riesigen Märkte mit kleinen Pflanzen. Also die jetzt eigentlich normalerweise im Verkauf wären, der hat, glaube ich, jetzt mit dem Bagger um 500.000 Euro kleine Pflanzen wegschoben, weil sie groß waren und die keiner mehr kauft. Wahnsinn, ne? Ja, also da werden viele Sachen jetzt so wupp, aufgehen. Ja. Und die Schwächen dieses vernetzten, jedes von jedem abhängigen System werden sie jetzt furchtbar offenbaren. Ja, wir drücken uns die Daumen, dass alles gut gegenseitig geht, gell? Ja, alles ist gut. Alles gut. Ja. Roland, danke, dass du nochmal Zeit genommen hast. Ja. Hat mich voll gefreut. Wieder? Ja. Schön. Und wenn man ist eh schön, wenn man drüber reden kann mit wem anderen. Auch wenn es nur so ist, aber einfach so ein bisschen seinen Gedanken lassen. Wenn es wem anderen hilft, ist gut. Und wenn es vielleicht nur hilft, dass man uns schimpft, wenn wir das machen,
tut es dem auch gut, dass er irgendwo seinen Ärger, ja. Ihr auch gut, dass ihn Ärger rauslassen kann. Also Sie können ruhig reinschreiben, der Thüringer ist sowieso ein Arsch, der redet immer nur deppert. Das ist alles gut, Sie haben recht, tun Sie es ganz einfach. Ja, nach dem ersten Gespräch kann man eh gespannt sein, weil es haben ja unglaublich viele schon gesehen und es waren sehr, sehr viele Reaktionen. Der überwiegende Teil sehr positiv, aber waren natürlich auch viele, die nicht sozusagen einverstanden waren. Ja, man kann, ja, schauen wir, was passiert jetzt wieder, gell? Ja. Gut, alles Liebe. Holland, alles Gute und wir hören und sehen uns im Herbst, ne, bei der nächsten Folge. Ja, oder offline schon vorher. Ja, einmal. Das darf ich auch sagen. Ja. Alles gut. Gute, gell? Bis bald. Baba. Ciao. Ciao. Baba. Baba.